Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Monster Hunter World Iceborne. Beim letzten Mal haben wir ja die Master Rank Stufe 3 optionalen Quests fertiggestellt, um dann festzustellen, dass ich sie doch noch nicht fertig habe. Und es lag daran, weil ich einen Mantel noch nicht besessen habe, den Ausweichmantel. Und die Quest, die noch fehlte, sieht man auch hier, ist wieder bei der Tussi mit dem Ausrüstungsladen, die ja immer die Quest für die ganzen Gadgets gibt. Genau, das ist halt ein Upgrade-Quest für diesen Mantel und ich musste tatsächlich nochmal im High-Rank Tempered Monster farmen, bis ich 7 verschiedene Monster oder Tempered Monster der Stufe 2 erlegt hatte. Und da ich ja nicht mehr wusste, welche ich schon gekillt habe, musste ich mir erstmal wieder alle erarbeiten. Und das war durchaus ein bisschen Aufwand gewesen. Und es gibt 7 Tempered Monster der Stufe 2 im High Rank. Es gibt 10 und 7 davon musste man erlegt haben. Und ja, überhaupt erstmal wieder an diese Quest zu kommen, war gar nicht so einfach gewesen. Aber jetzt habe ich diesen Mantel und jetzt gibt es auch die Upgrade-Quest dafür. Ich drehe noch völlig durch. Kürzlich habe ich hier einen Jäger mit einem Ausweichmantel gesehen und dachte mir nur, stopf was da rein. Und Jäger, genau das werde ich tun. Kümmere du dich um die Quest der stolze weiße Ritter, damit wir loslegen können. Wann immer du Zeit dafür hast, Jäger, mach schon, mach schon, mach schon. Oh, eingehärteten Barriott direkt. Das könnte übel werden. ja. Und ich habe zwischendurch noch Dekoration nochmal in meinem Mantel ausgetauscht. Das kann ich auch nochmal eben zeigen. Beziehungsweise Dekorationen anbringen, aktuelle Ausrüstung. Ich weiß gar nicht. Den habe ich, glaube ich, so gelassen, den hatte ich vorher auch schon. Hier bin ich auch nochmal auf Expertenjuwel und auf Aufweichjuwel gegangen oder was hier unten. Ich hatte auf jeden Fall irgendwo ein Lebensjuwel dabei und je nach Mantel unterschiedlich viel Leben zu haben, ging mir auf jeden Fall auf den Sack. Das heißt, auf dem einen Mantel habe ich jetzt den Schwächevorteil, dass ich auf Schwachpunkte und nochmal extra geschwächte Teile 10 bzw. 15% mehr Schaden macht. Das Expertenjuwel für die Crit-Chance und hier ist auch Ausdauererholungstempo und Crit-Chance und hier ist Crit-Chance und erhöht nach einem perfekten, genau das habe ich glaube ich ersetzt, und erhöht nach einem perfekten Ausweichen die Angriffsstärke um 5%. So, weiter geht's. Hier Barriott und so. Meisterrang, optionale Quests. Da sind sie auch wieder offen. Der stolze weiße Ritter, ein Barriott in den Raureifweiten. Wo sonst? Ich weiß noch, als ich ihm jetzt hier das erste Mal begegnet bin, da war der eine harte Nuss gewesen, weil er auch ultra wild war und das jetzt noch gehärtet. Das könnte interessant werden. Liste der großen Monster. Wo ist er denn, unser Barriott? Da, Physiologie. Feuer, Donner, Drache. Nehmen wir Donnerwaffe. Ausrüstung verwalten. Klack, 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 klack. Alles gut. Ausrüstung ändern. Donnerwaffe. Noch ein bisschen Happy Happy machen und dann legen wir los. Oh, sind sogar 2 frische Zutaten dabei. Schick, schick. Kriegt mein Palico auch noch ein bisschen Leben. Ja, wie gesagt, beim ersten Mal war der Barriott ultra stressig gewesen. Ich bin mal gespannt, wie es sich jetzt in der gehärteten Variante anfühlt. Der Kampf ist auch schon eine Weile her, das heißt, ist jetzt nicht so, als wenn ich aus der Erfahrung großartig schöpfen könnte, vermute ich. Aber wir werden sehen, vielleicht werde ich ja auch mal wieder von mir selbst positiv überrascht. Schlecht wäre es nicht. Wohl eigentlich hätte ich mich ins zentrale Lager fliegen lassen sollen. Ich glaube, da... Ach. Da treibt er sich ja in der Regel rum am Anfang. Einmal Lagerwechsel bitte. Ich glaube, wenn ich aus dem zentralen Lager links rausgehe, dann müsste er da eigentlich irgendwo sein. Ausgang nicht gefunden. Ich wollte gerade sagen, ich höre doch irgendwas hier rumstapfen. Hallo Barriott. Alles Roger in Kambodscha. Oh Gott, kein Heißgetränk eingepackt. Sekunde, Barriott.
Nein! Oh, jetzt geht er noch da rein. Naja, macht nichts. Ich muss eh noch mal kurz in meine Behausung. Gut, dass die direkt nebenan ist. Ich komme sofort wieder, Bariot. Eine Sekunde. Gedulde dich bitte. So, einmal hier rein, einmal Objekte verwalten und einmal Heißgetränke bitte. Ja, für solche Einpack-Fails ist ja doch das neue System doch ganz gut, dass man nochmal kurz auf seine Truhe zugreifen kann mitten im Kampf. So, ansonsten wäre das wieder sehr unangenehm geworden. Guti, da würde ich sogar bevorzugen. Ihm hier mal anzuspringen. War das jetzt, ich überlege gerade, einer der letzten Tipps, den ich zum Bariot gelesen habe, in irgendeinem Ladescreen, war, glaube ich, gewesen, dass wenn man ihm tatsächlich die Frontklauen kaputt macht, dass er dann ein eingeschränktes Moveset hat und nicht mehr ganz so wild ist. Oh Gott. Das läuft schon wieder alles exakt so, wie ich mir das vorstelle. So. Scheiße. Es erinnert mich irgendwie an einen gewissen Diablo-Kampf, Diablos-Kampf, der irgendwie auch nach gefühlt 5 Minuten vorbei gewesen ist. So. Kriegen wir jetzt mal irgendwas hin? Ey, wie kann es eigentlich sein, dass ich zu doof bin, hier diese Kante runterzuspringen? Ernsthaft? Juhu! 60 Schaden auf seine Vorderpranke. Dann wird sie ja bald ab sein. Da bin ich ja mal mega stolz drauf. So, das sollte ein Luftschaden gewesen sein und ich stehe hier super ungünstig. Boah, war das knapp. Boah, Gott sei Dank hat er mich da nirgendwo richtig erwischt. Genau, geh du mal auf den kleinen Carlo. Schon wieder 27 Schaden auf die Pranke. Ja Mensch, das läuft ja langsam. So, eigentlich wollte ich ihn erst einmal normal reiten durch Luftschaden, bevor ich auf sein Gesicht steige und ihn irgendwo vorrennen lasse, aber irgendwie hat das alles noch nicht so richtig hingehauen. So, jetzt hoffe ich mal nicht, dass er mich hier von seinem Kopf direkt abwirft. So, so gerne ich jetzt auch Schaden auf seinen Kopf machen würde, ich jetzt erstmal auf seine Pranken. Warum schläft er? Gut, ich nehme das mal so zur Kenntnis und hoffe, dass ich das hier richtig eingeschätzt habe von der Entfernung, um ihn jetzt voll auf die Pranke zu gehen. So, da ist die erste schon mal ab. Da sieht man, der mittlere Zeh ist abgebrochen. Der mittlere Zeh. Wie lustig. So, 50 Schaden. Kann ich mal hier aus dieser komischen Kante weg? Wow. Ach, Junge, ey. Jetzt ist er auch noch wütend. What the fuck? Hier geht's eine Etage tiefer. Und ich bin jetzt ins Wasser gefallen und hier unten in die Pfütze. Wie krass ist das denn? Meine Angelstelle. Ey, was es hier für krasse Gebietsverbindungen gibt, wenn der Boden irgendwo einstürzt. Es gibt ja noch irgendwie ein, zwei Stelle hier in den Raureifweiten, wo das passiert. Aber nicht so krass wie, wie jetzt gerade durchs Wasser durch. Das habe ich noch nicht erlebt.
Könnte aber meine Mäntel anziehen, ne? Ey, schon wieder völlig raus. Einmal ein anderes Spiel zwischendurch gespielt und wieder völlig raus aus diesem Spiel. Sekunde. Falsches Menü. Ich habe meinen Gleitermantel, ne? Aber hier kann man sich nicht hochpusten lassen, oder? Nee, nicht durch die Decke durch. Das wird nicht funktionieren. So, da ist er ja schon wieder, unser Freund. Oh Gott, und an die Kralle leider. Oh, jetzt bin ich aber gut hier. Ich wollte gerade sagen, und ich habe ihn jetzt genau hier runtergeschickt, oder was? Oh nein, bitte nicht. Wieso? Wieso machst du das? Oh Gott, war das wieder ungünstig gewesen, ey. Aber gut, er will hier runter, dann folgen wir ihm mal unauffällig. Moment. Auch diese Munition kann ich mal kurz mitnehmen. Ich habe ja irgendwie festgestellt, dass Leuchtmoos auch funktioniert. Aber irgendeine Munition geht auf jeden Fall nicht. Bin mir noch nicht so ganz sicher, was es eigentlich ist. Wo ist er hin? Bin ich jetzt doof? Der ist doch gerade hier runter, oder? Kann er von da unten irgendwie raufklettern, oder was? Oder habe ich ihm jetzt den Weg freigemacht durch die, oder er sich selbst durch diesen Einsturz da? Wow. So, von mir aus gesehen links muss ich noch kaputt machen. Oh Gott, ich bin schon so gut wie tot. Boah, trink doch was, Junge. Irgendwie bin ich da ungünstig in eine Sackgasse reingelaufen. Und außerdem hat sich auch das Trinken irgendwie als schwieriger erwiesen, als ich gedacht habe. Wo kämpfen wir da eigentlich, ey? Was ist denn das für eine Kackgegend? Ich vermute sogar irgendwie, dass wir hier halb im Gang stehen. Können wir vielleicht mal ganz in das Gebiet reinlaufen? Obwohl, nee, das ist sogar irgendwie alles hier, oder? So eine Mini-Höhle. Was ist denn jetzt passiert? Warum stand ich denn hier auf einmal auf dem Boden? Ey, es gibt einfach Kämpfe, ja? Die sind zum Abgewöhnen. Können wir vielleicht mal aus der kackengen Höhle hier raus? Geht das irgendwie, Bariot? Bin schon wieder gleich tot. Und gestunt. Ich gehe raus hier, kein Bock auf die Höhle. Boah, und ich habe keine Ausdauer mehr. Jetzt ist er vor mir. Ich kriege einen Anfall, wirklich. Noch aus. Ey, ich raste gleich aus. Keine Heiltränke mehr. So, können wir jetzt vielleicht mal gescheit in diesen Kampf starten? Ey, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt auch mal auf den hier weiter.
So, jetzt ist er wieder rot. Herrlich. Warum hab ich schon wieder Eispest? Oh Leute, ist das ein Scheiß, echt. Wie hat es einfach geschafft, hat sich in dem Moment zurückzuziehen, wo ich natürlich gerade bei ihm ankomme. Oh Gott. Ich krieg nix gebacken. So. Boah, bist du ein echtes Kackbiest, ey. Ja, komm, gib mir noch eins mit. Ich kann gleich schon wieder in die Basis mir erstmal 20 neue Getränke holen gehen. Vorher hat es irgendwie keinen Sinn, hier habe ich den Eindruck. Ey. Ein Revierkampf. Gut, dann kann ich mich ja mal ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen mehr Steinmuni hier holen. Dann sollen die beiden das erstmal unter sich ausmachen. Uiuiui. Gerade kriegt der Anjan Hand aufs Maul. Toll, die Gelegenheit wurde mir abgebrochen. Ja, brüllt noch ein paar Mal. Ja, komm. Ihr habt noch nicht genug gebrüllt. Sag ich doch, sag ich doch. Und jetzt willst du weg, oder was? Darf ich mit? Nein. Ach ja, das war die Stelle hier mit den Eisschollen. Das war auch ganz cool gewesen, muss ich sagen. Ach, er ist rot immer noch. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, ey, meine Rüstung hält nichts aus. Obwohl sie gerade erst relativ neu ist. Boah, ey. Ey, Bariot ist echt übel. So, er ist nur noch gelb. Wo ist er denn? Oh nein, ich war vorne dran, aber ich hab's vercheckt. Irgendwo hier muss auch die Heilung rumliegen. Natürlich setzt er sich genau drauf auf die Heilung und ich bin gestunt. So. Kriegen wir jetzt vielleicht mal irgendwas in der Richtung hin? Ist das die ganze Tatze? Ja, ne? Jawohl, auch gebrochen.
Bin mal gespannt, ob sie das irgendwie bemerkbar macht. Ja, im Moment ist er generell außer Atem. Das macht sich auf jeden Fall bemerkbar. Na gut, er hat mich weggematcht. So, hier ist noch Material und ich muss mir leider Heilung holen, so leid es mir tut. Ich mag das ja eigentlich nicht, mich in Kämpfen beliebig an meinen Vorräten zu bedienen, aber was soll ich machen? So. Ach komm schon, nicht immer verdrücken hier. So. Noch einmal tief durchatmen und ihm jetzt hoffentlich mal irgendwie den Rest geben. So, das hier nehme ich schon mal mit. Und dann schauen wir mal, wo abgeblieben ist und mal gucken, ob sich die beiden gebrochenen Tatzen jetzt noch irgendwie im Kampf bemerkbar machen. Oder ob das wieder vorbei war in dem Moment, wo er wieder mehr Ausdauer gewonnen hat oder vorbei ist. So, einmal Mäntelchen. Und dann schauen wir mal, wie es um den Kollegen hier bestellt ist. Den Schwanz würde ich ihm eigentlich auch noch ganz gerne nehmen. Erwähnte ich das schon? Hey, es geht schon wieder genauso los. Er lässt einen auch nicht einmal in Frieden, ne? So, er ist rot. Ich könnte mal ein bisschen versuchen, ihn hier anzuspringen. Oh, Junge, wolltest du jetzt auch hier hochspringen, oder was? Wie kann das schon wieder passiert sein? Zweimal? Oh nein, dadurch, dass ich jetzt... Dadurch, dass ich jetzt meine Items nachgefüllt habe, habe ich wieder keine Heißgetränke mehr. Weil ich die dadurch habe liegen lassen. Ey, manchmal bin ich auch ein Depp, das gibt's gar nicht. Nö, hat er keinen Bock drauf. Kann ich verstehen, hätte ich ja auch nicht. So, jetzt müsste er doch langsam mal wieder mountfähig sein, oder?
voll vorbeigesprungen. Ach so, ach, die Wand kann man auch noch hochklettern. Interessant zu wissen. Also teilweise treffe ich ihn da echt zu spät und dann sind das kein Luftschaden mehr, glaube ich. Aber er ist halt auch mal so schnell hinterher. Da habe ich auch nicht so ewig Zeit zu zielen. Na gut, aber da er jetzt eh nicht mehr wütend ist. Es macht echt null Sinn. Ich brauche meine Kältetränke, meine Heißgetränke. So. Das hier brauche ich. Und am besten direkt nochmal. Und das auch. Und dann sind wir auch schon wieder einsatzbereit. Ist das eine Freude? Also manche Kämpfe hier sind echt zum Abgewöhnen, ne? Ehrlich. Ich meine nicht, dass die Monster an sich klar sind. Die sind manche schwieriger, manche sind leichter. Aber wenn dann auch noch so alles schief läuft in so einem Kampf, was schief laufen kann. Ey. Ey, er macht einen langsamen Move und wirft mich trotzdem ab dabei. Wo bin ich? Ich sehe nichts. Und keine Ausdauer mehr. Ist das herrlich. Jetzt ist er wieder wütend. Ey, ich habe so einen Brechreiz gerade. So einen Brechreiz habe ich gerade. Habe ich mir überhaupt schon Schaden gemacht in diesem Kampf? Außer die zwei Male da auf seine Pfoten? Ich glaube nicht. Oh Gott, nicht dadurch. Ich laufe einen Bogen um ihn rum. Damit er nicht direkt die Gelegenheit bekommt, auf mir zu landen. Und er schafft es natürlich trotzdem. So. Das sollte zwar eigentlich auf seinen Schwanz gehen, aber da ich ja eh noch gar keinen Schaden gemacht habe, nehme ich natürlich jedes bisschen Schaden mit, was geht. Er legt sich jedes Mal schön auf die Schnauze, aber es bringt mir nicht so richtig was. Natürlich. Wo ist er?
So, kriegen wir es jetzt nochmal hin? Ja, ne? Warum auch immer da keine Schadenzahl zu sehen war. Und er ist wieder wütend. Boah, was war das? Was sind das für Aktionen, die er hier reißt, ey? Wie kann man sowas nicht treffen? Es ist mir unbegreiflich. So, immerhin kommt er jetzt anscheinend langsam in die Situation, wo er keinen Bock mehr hat, ja. Vielleicht kriege ich ihn ja auch hier an der Kante noch ein, zweimal angesprungen. So ein bisschen Luftschaden müsste er doch eigentlich schon noch haben, ne? Ah, ich wollte doch sagen, ey. Ich habe ihn doch schon ein paar Mal angesprungen gehabt. Ich mach mal direkt hier weiter, wo ich angefangen habe. Vielleicht lande ich dann ja auch direkt in Schwanznähe und vielleicht ist er dann ja auch mal ab. Ich hänge in der Wand drin, auch nicht schlecht. Dann bin ich ja mal gespannt, wo sein Schwanz jetzt gleich liegt. Aber es reicht nicht für Schwanz ab. Aber vielleicht ja die nächste Aktion, wenn sie mir denn gelingt. Nein, das reicht nicht. Runter. Das war gar nicht so gedacht gewesen. Eigentlich wollte ich ihn ja nochmal lenken. Oh Gott, auch eine komische Perspektive. Ob ich aus der Perspektive hier irgendwas gebacken bekomme? Jawohl, der Schwanz ist auch ab. So. Puh, ey. Und einmal mitten ins Gesicht. Ich wollte mir eigentlich mal eben die Heilung hier holen. Ist das drin? Ey, da wollte ich mich eigentlich nochmal weggerollt haben. Und es ging natürlich nicht. Geh weg, Junge, echt. Da liegt ein rotes Material, oder? Stechkapsel. Ich renn natürlich rein und jetzt liege ich drin. Ist das herrlich. Ey, sag mal, was für eine Reichweite hat das denn?
Man kann hinrennen, wo man will. Er ist einfach immer da. So, mein Freund. Jetzt kommt die Stechkapsel. Leider rennt er nicht vor diese Kante, beziehungsweise es macht ihm einfach nichts. Dann probieren wir es halt weiterhin auf diese Weise. Soll mir auch recht sein. So, das waren jetzt drei definitive Lufttreffer. Da sollte doch dann bald wieder was gehen, oder? Vier. So, ich habe gerade noch meinen Luftmantel an. Das kommt mir hier unten natürlich auch entgegen. So, da ist der nächste. Oh Gott, warum ist denn der so weit weg? Ey, das reicht alles nicht. Wie viel Luftschaden habe ich denen jetzt schon zugefügt? Und es reicht alles nichts. Nicht. Achso, das. Ah, das ist sein Wirbelsturm, oder? Oh. Das sah ja zum Verwechseln ähnlich aus. Komm, einmal ihn mounten würde ich gerne noch hier über die Luftströme. Aber gerade sieht es irgendwie schlecht aus. Die sind auch immer maximal weit weg von mir und jedes Mal, wenn ich ankomme, war es das dann gerade auch mit Luftstrom. So, da bin ich doch wieder drauf. Da bin ich mal gespannt, wie ihm das gefällt. Boah, ist aber auch ein Kampf, der sich ewig lange hingezogen hat, ne? Dadurch, dass gerade der Anfang einfach mal so ein hammerharter Fail die ganze Zeit war. So, und das kriegst du jetzt einfach mal ganz klassisch ins Gesicht. Und noch was gebrochen. Jetzt habe ich ihn aber wirklich alles gebrochen. Seiten, vorne, hinten. Eigentlich kann er doch gar nichts mehr können. Er hat doch gar nichts mehr. Aber gut, ich auch nichts mehr. Vor allen Dingen kein Leben. Es ist immer so ein Trugschluss, ne? Man hackt den Monstern einfach alles ab, was geht. Und trotzdem kriegt man noch die Fresse dick. So. Okay, gut, dass mich davon jetzt so gar nichts getroffen hat. Ich lag genau unter ihm. Ist das bitter. Und guck mal, da ist Leuchtmoos. Und das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Nutze auch mal diese kurze Verschnaufspause, um wieder Tränke herzustellen. Wenn ich die 40 Tränke hier irgendwann durch habe, dürfte das absoluter Rekord werden. Aber nichtsdestotrotz, mittlerweile habe ich wenigstens den Eindruck, dass ich den Kampf schaffen kann. Das hatte ich ja die ganze Zeit am Anfang nicht.
Ach, jetzt sind wir wieder hier in dieser engen Höhle. Ach, ich kann ihn fangen. Ah, das ist wahrscheinlich sein Zuhause und er schläft, oder? Oh, herrlich, Leute. Herrlich. Dann sage ich mal, oh, gute Nacht. Gut, hätten wir auch diesen gehärteten Tempered Baryot besiegt. Zweiter Baryot im Spiel. Also zweimal Baryot und ich habe zweimal megamäßig auf die Fresse bekommen, beziehungsweise einfach zweimal megamäßig Stress gehabt, gerade am Anfang. Ach ja, das sagt schon einiges über dieses Monster aus. Gut, Donnerwaffe könnte besser sein. Es ärgert mich auch so ein bisschen, dass das Waffen sind, die irgendwie mal drei Tiers lang komplett nicht geupgradet werden. Desch ist echt ein bisschen kacke. Ja, hat aber einiges an Dekorationen rausgespuckt. Wächter ausweichen, Expertenjuwel. Leider das Expertenjuwel nur eins. Schade. Mein Spezialwerkzeug wurde verbessert. Auch der Ausweichmantel, den ich jetzt gerade neu bekommen habe, hat jetzt auf jeden Fall Dekorationen. Das müsste es jetzt aber endgültig gewesen sein mit optionalen Master Rank 3 Quests. Genau, rotes Schild. Sehr gut. Ja gut, dann geht's nächste Mal weiter mit Master Rank 4, würde ich sagen. Vielleicht sogar mit den Hauptquests. Ich denke mal wieder erst die Hauptquests, dann die optionalen Quests, wie immer. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an, gegen den Fulgur Anjanat. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis denne.